Ciao zusammen und willkommen zu einem weiteren Video mit dem Jimma hier auf meinem Kanal WeFi. Er redet, wie es aussieht, heute nicht viel. Mal, nein, natürlich rede ich. Ich habe jetzt direkt meine Chemie-Brille angelegt, dass ich direkt, bis in den Start ins Game gemerkt habe, dass Chemie-Brille bringt zu Ohren. Ja, sie hat zu Ohren gebracht. Wenn ihr nicht wisst, von was wir reden, es hat schon mal ein Video mit ihm gegeben, natürlich. Ein Energy-Shootout-Video. Wenn es euch Wunder nimmt, was genau dort abgegangen ist und alles, geht unten in die Videobeschreibung, dann findet ihr einen Link zu dem Video. Anklicken, anschauen. Es lohnt sich auf alle Fälle. Und was wird sich auch lohnen, wenn jetzt natürlich da dran bleibst, dann jetzt geben wir uns gegenseitig eins auf die Fresse. Endlich! Endlich einmal so richtig mal richtig eins auf die Fresse hauen. Und zwar geben wir 2K16, nicht 17, das habe ich mir nicht geholt, aber 16 ist immer noch geil. Und dann würde ich einfach mal sagen, starten wir mit der Schlacht im Ring, oder? Richtig! Wie kann man als Wrestler überhaupt Cesaro heißen? Das tut man nicht. Entschuldigung. Es ist auch ein Schweizer. Oh, ja. Es ist ein okay, der hat ihm nichts gesagt. Wenn der oft mal läutet, sind Haldenstein an der Tür. Das ist ein Cesaro. Nein, lieber nicht. Du bist ein guter Typ. Du bist, Entschuldigung, der Name, da können wir ja diskutieren, aber da haben sie dir ja gegeben. Und da komme ich. Mein verkörperte, materialisierte Innenzustand. Andrew the Giant. Bitte beachten, dass er wirklich gehört. Oh, jetzt gehen wir zum Mike. Komm, ich will etwas mit dem Mike machen. Gehen wir an Mike, das Mike. Ich weiß nicht, wo wir reinkommen. Ah, also, jetzt geht's noch. Also, ja, die erste Runde hast du noch nicht gewusst, aber jetzt. Nein! Ich bin schon verdammt. Was ist los? Jetzt, nein! Okay, du bist ein Arsch, jetzt hast du mich auflaufen lassen. Jetzt wirst du aus okay, ich gehe wieder weg. Das ist ein Schnuffeltyp, das ist ja nicht Fernseher. Nur reingekommen. Ey, die wegstoßen. Ich habe keine Ahnung, was ich muss drücken. Das ist wie bei den 80er Jahren all over. Das finde ich super. Das finde ich gut. Ja, schau, du bist so ein Arsch. Dann gewinne ich mal so eine Challenge noch gegen dich. Du hast keine Challenge angesagt, nur um dich daran erinnern. Ah, ja, das ist ein Fehler. Oh, scheiße, nein. Was machst du genau? Du drückst einfach immer X die ganze Zeit und dann... Ah, okay. Nein, Scheissdreck, mich hier ablenken wegen der Steuerung. Dein Wrestler ist einfach... Dein Rapper. Dein Rapper. Dein Rapper ist jetzt den kaputt. Er ist einfach... Schau mal. Und jetzt... Nein! Da noch mal drauf. Nein, ja, jetzt will er mich noch pinnen. doch noch knapp gewesen. Ich weiß nicht, was für eine Massage da. Schon erotisch, wie die zwei miteinander umgehen. Ja, sie sind ganz lieb zueinander. Andrew the Giant ist ein toller Mensch gewesen. Persönlich habe ich den sehr mögen. Dicky, das ist für mich einfach ein pfiffiger Typ. Ein pfiffiger Typ. Was macht er da? Ja, aber ich gebe dir jetzt zurück. Hey, steh auf. Und jetzt. Es ist gemein gewesen, er hat nicht gewusst, wie rausgekommen. Aber ich habe es gleich lustig gefunden, das Ganze. Leider bin ich so dumm gewesen und habe es nicht als Challenge angekündigt. Das war so random for the people. Ja, hätte ich eigentlich müssen machen, hätte ich sollen machen, wenn ihr findet, ja, das nächste Mal soll es wieder mal eine Challenge geben zwischen uns zwei. Dann schreibt das unten in die Kommentare rein, dann wird es auch wieder eine Challenge geben. Also einfach, um mal die Challenges vielleicht nochmal aufrufen. Am 9. Februar wird der junge Herr da drinnen mit einer akustischen Gitarre bewaffnet an der Ski-WM mit mir zusammen auftreten und er wird auf der Bühne das Lied Kumbaya mein Lord zum Besten geben. Oh mein Gott! Nein! Das sind Challenges! Ja. Ich habe die Ding. Titel, schau mal das Bild an. Hallo! Ja! Du darfst nicht beleidigen. Und der ist wirklich in Schweiz? Ja, der ist von Luzern. Also, wenn du das siehst, Cesaro, melde dich! Dann die melde! Wir schicken dir. Hütteli! Shampoo und Treppzeris. Alles Mögliche wird dir geschickt. Und das war es mit dem Video. Ich hoffe wirklich, es hat euch Spass gemacht. Wir sind jetzt auf jeden Fall draußen und wünschen euch allen noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und einen schönen Morgen. Und einmal mehr das letzte Wort am Jimma.